Katrin Julia Heidrich, 03 am Ende. Anfang ein bisschen schwierig. Köln hat die erste Chance, aber danach souveräne Leistung und klaren Sieg. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wir können heute mit der Leistung zufrieden sein. Wir haben uns das 1-0 hart erkämpft und dann haben wir es uns ein bisschen schwer getan. Dann hatte Köln auch sicherlich die ein oder andere Chance. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, hatten wir dann doch das Spiel im Griff. Haben dann durch den Elfmeter dann ein bisschen Sicherheit bekommen, haben dann noch das 3-0 gemacht. Und ich denke, dass der Sieg so auch in Ordnung geht. Ja. Was in jedem Fall so war, ist nach dem 1-0, saß auch ein bisschen gegen, zweimal die Latte, gute Möglichkeit verpasst. Das macht ein Spiel natürlich nicht einfach. Ja, genau. Also vor allen Dingen auch gegen so einen Gegner, der uns alles abverlangt hat, der sich halt auch in die Zweikämpfe geschmissen hat. Und da ist es halt nicht einfach. Und da muss man halt auch gerade im letzten Drittel eben das besser immer noch ausspielen. Wir müssen unsere Chancen noch besser nutzen. Und dann wird so ein Spiel vielleicht auch mal höher ausgehen. Aber wie gesagt, die Punkte zählen am Ende, die haben wir geholt und jetzt kann man glücklich nach Hause fahren. Frankfurt ist ja eine ganz junge Mannschaft. Das sieht man manchmal auch an die Resultate. Das ist ein bisschen wechselhaft. Das ist eigentlich, was man einkalkulieren soll. Und ihr fehlt ja auch die Torschützerin vom vergangenen Jahr mit Islaka. Ja, also Mandy war natürlich ein großer Verlust für uns. Sie hat natürlich aus jeder Lage eigentlich Tore geschossen, aber trotzdem haben wir sehr viele gute junge Spielerinnen, die nachrücken, die hungrig sind. Und ja, da haben wir auf jeden Fall auch gute Stürmer dabei. Und ja, wir müssen jetzt vor allen Dingen als Mannschaft noch mehr zusammenwachsen. Wir müssen übers Team halt kommen, uns noch mehr coachen und ja, uns einfach noch weiterentwickeln, weil es kommen auf jeden Fall noch schwere Spiele. Und da müssen wir auf jeden Fall auch gucken, dass wir Punkte holen. Ja. Vorletzte Frage. Sie haben ja die Doppelnationalität, Deutschland, Belgisch. Sie sind dann in Belgien geboren, denke ich. Ja, genau. Also ich bin in Eupen geboren, ist 20 Minuten von der deutschen Grenze entfernt. Und meine Mutter ist Belgierin, mein Papa ist Deutscher und deswegen habe ich beide Nationalitäten. Und ja, genau. Und Sie spielen für die Nationalmannschaft für Hallen in Deutschland, oder? Ja, also ich spiele für die deutsche Nationalmannschaft, genau. Ich habe halt nach den Jungs musste ich mich entscheiden, ob ich halt zu Mädchen nach Belgien, Lüttich oder so wechsle oder halt eben auf die deutsche Seite. Ich habe mich für die deutsche Seite entschieden und so kam es dann, dass man in Auswahlmannschaften berufen wurde, dann irgendwann für die deutsche Nationalmannschaft und ja, ich bin aber froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Okay, dann wünsche ich ganz viel Glück für die nächste Woche und mit Frankfurt so hoch wie möglich in die Endklasse enden. Super, vielen Dank.